Bevor wir loslegen mit der Sägerei, beginnen wir erstmal mit dem Aufmaß. Ich habe mir jetzt hier mit dem Winkel und der Wasserwaage mir einen groben 1:1 Aufriss gemacht. Sprich, ihr könnt sehen, ich habe jetzt hier schon mal, das Ganze sollte ursprünglich 750 mm breit sein. Ich habe mir aber entschieden, dass es von der Dimension her viel zu, ja, das passt alles nicht. Deswegen habe ich das um 10 cm verbreitert, heißt, das Ganze wird jetzt 85 breit und 950 tief, quasi wie so ein Quadrat. Ich bitte euch, das Ganze euch vorweg anzuzeichnen. Ich kann euch auch hier mal meine Maße sagen. Das ganze Dach hat eine Höhe von, beziehungsweise die Seitenschenkel von 330 mm. In der Mitte haben wir 500 mit einem Versatz von 5 cm. Und die lichte Einfahrt beträgt einmal 650 mm und einmal 550 mm. Warum, weshalb? Ich hatte ja damals über diesen Walks einen kleinen Beitrag geschrieben gehabt auf Instagram, und dieser Walks fährt leicht schräg raus, und das will ich halt damit vermeiden, dass er gegen die Mauer fährt. Es gibt auf YouTube richtig tolle Anleitungen, wo diese Garage seitlich Öffnung hat, dies und das, aber das Ganze soll hier wirklich ganz, ganz einfach sein. Ganz, ganz einfach, das ist mein Motto. Deswegen werde ich das Ganze jetzt zusägen. Ihr könnt euch übrigens, das ist jetzt hier 15 mm Multiplex, ihr könnt euch übrigens das Ganze schon fertig zuschneiden lassen bei Plattenzuschnitt 24. Das ist mein Plattenlieferant bzw. mein Partner, der mir die Plattenmaterialien immer zur Verfügung stellt. Link findet ihr direkt unter dem Video und auch einen passenden Rabattcode. Genau. Jetzt haben wir uns 4 Teile zugeschnitten. Zu den Schrägen kommen wir gleich. Wie gesagt, ihr könnt euch das auch alles fertig zuschneiden lassen, sogar Ausschnitte, Schrägen und so weiter. Das ist alles kein Problem bei Plattenzuschnitt 24. Für diejenigen, die eine Tischkreissäge haben, perfekt. Ich kann euch einfach nur meine GTS 10X10 empfehlen für den Einsteiger. Mittlerweile kriegt die, glaube ich, für 7 Euro. Damals, wo ich angefangen habe, hat die, glaube ich, 1200 Euro gekostet. Also fast die Hälfte, kann man sagen, wenn man sich das schönreden will, minimiert. So, jetzt will ich auch gleich die Siebdruckplatten zuschneiden. Und die Siebdruckplatten wird einfach der Dachbereich sein. Die haben den Vorteil, dass die einfach wasserabweisend sind, beziehungsweise ja, wasserabweisend. Und jetzt will ich mal gucken. 50 cm, das sieht doch gut aus. Ein kleiner Überstand. 52. Ja. 52 mal 52 cm in der Breite. Und in der Tiefe hatte ich. Dann nehmen wir auch. Warte mal. Dann nehmen wir auch den gleichen Überstand. Genau. Und jetzt. Also die Siebdruckplatten sind zugeschnitten. Da stehen sie. Beziehungsweise an der Seite. Und jetzt kümmern wir uns um die Vorder- und Rückseite, und das Ganze mache ich mit meiner Tauchkreissäge. Sprich, wir schrauben jetzt hier 4 Eckpunkte zusammen und dann schneiden wir gleich beide Platten gleich zu. Es ist doch noch kein Frühling, also es ist ganz schön frisch jetzt hier in der Werkstatt. Ich habe jetzt mir nochmal 40x40er Kanthölzer genommen und die links und rechts verschraubt. Sprich, ein Stück zurückspringt, weil nachher die Seitenteile hier dran kommen. Hat den Vorteil, dass das Ganze nochmal ein bisschen stabiler wird, und unten kümmern wir uns später nochmal um eine Vorrichtung, wo ihr die Höhe von dem ganzen Carport oder Häuschen verstellen könnt. So, das ist erstmal vorweg abgehakt, und jetzt kümmern wir uns um die Seiten, bevor wir das Ganze zusammenbauen. Denn ich möchte so einen Bretterstil haben, und dafür habe ich mir hier diese Leisten besorgt, 20x5. Könnt ihr euch auch selber hobeln, habe ich aber
die Leiste 2 Euro im Baumarkt, habe mir gleich 20 Stück gekauft und dementsprechend bringe ich die jetzt an. Ganz hilfreich ist dort ein 90 Grad Winkel, zeichnet euch das Ganze an und dann kleben wir das Ganze mit Leim fest und verwenden kleine Federklammern oder Spanner. Die sind sehr, sehr hilfreich dafür. Wenn das abgeschlossen ist, können wir das Ganze dann auch zusammenbauen. Bevor wir das Ganze zusammenbauen, solltet ihr natürlich auch die Eckpunkte vorbohren und da kann ich euch meinen Bohrsenker empfehlen. Ihr bohrt und senkt gleichzeitig das Material, was ihr bohrt, vor. Ist eine richtig, richtig tolle Sache und dann könnt ihr das Ganze auch zusammenschrauben. Ich habe jetzt zusätzlich nochmal Leim angegeben, damit das Ganze auch wirklich sehr, sehr stabil ist und dann habe ich eine Querstrebe noch oben eingebaut, denn ich möchte es so bauen, dass wir eine Seite vom Dach öffnen können, falls wir mal den Mähroboter rangehen müssen. Die Schrauben habe ich dann später dann verdeckt wieder mit diesen Abdeckleisten hier. Übrigens lasse ich die immer ein bisschen überstehen und säge die dann bündig mit der Japansäge oder mit der Feinsäge ab. Erspart euch wirklich eine Menge Arbeit und ist wirklich sehr, sehr einfach. Und jetzt können wir auch loslegen mit den Streichen. Ich verwende jetzt hier eine Haus- und Gartenfarbe von Zeikos und zwar ist das Sand Beige 2800. Ja, einfach drauf loslegen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier nochmal Platz gelassen, denn hier kommen dann weiße Leisten ran, damit sich das ein bisschen absetzt, der Eingang. So. Boah, sieht doch sehr gut aus. Wisst ihr, wer die Farbe ausgewählt hat? Steffi. Oh nee. Ja, eigentlich wollte ich sagen, Halbzeit. Ich lasse das mal jetzt im Video drin. Hier passieren auch ständig Fehler. Die Hütte ist gestrichen, die Verleistung ist angebracht und ich habe jetzt angefangen, oben Multiplex bzw. Siebdruckplatte anzubringen. Habe ich ja Anfang des Videos schon erwähnt, das Ganze ist dann wasserabweisend. Habe ich erstmal vorweg einen Druckluftnagler ganz grob fixiert und jetzt werde ich das Ganze schrauben bzw. vorbohren und senken mit dem tollen Senker und dann das ganze Dach verschrauben. Zumindest eine Seite. Zur anderen Seite kommen wir gleich nochmal und dann habe ich das Ganze, ich habe ja Anfang des Videos erwähnt, wir können das Häuschen nachher von der Höhe her ein bisschen verstellen. Ich habe unten eine Einschlagmuffe reingeschlagen, da kommt eine 5er Gewindeschraube rein mit einer Mutter, dann kann ich das Ganze dann kontern. Ganz, ganz simpel, dann könnt ihr je nach Belieben, also man wird ja wahrscheinlich oder viele werden dann wahrscheinlich ein kleines Stück pflastern im Garten, wo dann dieses Häuschen draufsteht. Und dann könnt ihr das Ganze nochmal von der Höhe her ein bisschen verstellen. Und es hat den Vorteil, dass das Holz nicht direkt einen Bodenkontakt bzw. einen Kontakt mit einem Stein hat. Denn da kann sich ja, wenn es regnet, ein bisschen Wasser sammeln und dann zieht das nicht sofort ins Holz hinein. Sprich, wir haben mindestens, also ich empfehle euch mindestens so 1 bis 2 cm Abstand vom Boden zu haben. Klappe ist montiert, funktioniert soweit auch alles ganz gut. Sprich, wir können das nachher schön öffnen, damit wir dann an den Mähroboter rankommen. Und ich habe das jetzt versucht, ein bisschen waagerecht zu machen. Denn jetzt kommen die Dachschindeln. Das ist quasi Dachpappe. Ist ein Paket. Anfangs war es eigentlich so gedacht, dass ich Dachschindeln haben möchte, die ein bisschen kleiner sind als diese. Aber ja, das Ganze ist jetzt da. Das ganze Projekt muss morgen aufgebaut werden. Deswegen nehme ich die jetzt und es sieht auch gar nicht so schlecht aus. Es gibt aber für alle, die es etwas filigraner mögen, etwas kleiner. Es gibt die Dachpappenschindeln auch etwas kleiner. Werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt wird das Ganze hier draufgeklebt. Wir fangen mit unten an. Ihr könnt Montagekleber verwenden, wie ich jetzt hier. Oder ihr nehmt, es gibt so einen Petum-Kleber, glaube ich. Ist für Dachpappe eigentlich ideal. Habe ich aber jetzt nicht, deswegen nehme ich Montagekleber und der klebt alles. Also mache ich damit eigentlich auch nichts falsch. Dann ganz, ganz wichtig, ich habe ja vorhin schon erwähnt, hier oben ist Siebdruckplatte drauf. Das heißt, theoretisch müsst ihr oben gar nichts drauf. Das Ganze ist schon dicht, aber es soll ja auch schön aussehen und passen. Und ihr müsst das Ganze natürlich nochmal zuschneiden bzw. kürzen, denn das ganze Paket wiegt um die 30 Kilo und das Häuschen hier, das will ich auch alleine in mein Auto tragen und deswegen habe ich das nochmal mit einer Wasserwaage und einem Cuttermesser zugeschnitten. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr keinen Bock habt, zu viel oder zu schwer zu tragen. Also Montagekleber. So.
So sieht das fertige Dach jetzt aus. Das Ganze ist getrocknet. Ich habe den Überstand mit einem Cutter abgeschnitten. Ein kleiner Tipp von mir hier: Nehmt euch eine Wasserwaage oder ein Brett und dann könnt ihr das schön sauber abschneiden. In Anschluss habe ich nochmal ein paar Zierleisten angebracht und das Allerwichtigste, da wir ja hier eine Klappe haben zum Öffnen, habe ich innen drinnen nochmal so ein Haltesystem gebastelt. Da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Das sind einfach zwei Leisten miteinander verschraubt, links und rechts ein Stopper und fertig ist die Sache. Das solltet ihr auch unbedingt machen, weil wenn ihr einfach so einen Stock einklemmt und ihr fummelt mal hier im Rasenroboter rum und das Ding fällt euch runter. Also alleine diese Klappe hier wiegt bestimmt schon 15 Kilo und damit ist nicht zu spaßen. So, und jetzt können wir das Ganze auch montieren.